Abgelehnt ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 14162, zum Thema gerechtes Gehalt auch für angestellte Lehrerinnen und Lehrer. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Piratenfraktion der bereits auf ihren Auftritt wartenden Frau Kollegin Pieper jetzt auch das Wort. Bitte. Ja, Herr Präsident, genau, Auftritt. Bereits in der Tarifrunde 2015 haben wir zur Problematik der Gehälter der angestellten Lehrerinnen und Lehrer hier einen Antrag gestellt. Nun laufen wieder Tarifverhandlungen und wir halten es für notwendig, dass auch der Landtag sich mit dieser Thematik beschäftigt. Wir hätten den damaligen Antrag im Grunde unverändert einreichen können, denn die Probleme gibt es weiterhin. Es hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Dies wurde von der Schutzgemeinschaft angestellter Lehrerinnen und Lehrer in der vergangenen Woche hier noch einmal dargelegt und war auch in den Zeitungen nachzulesen. Was ist das Problem? Rund 20% der Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen sind keine Beamten. In absoluten Zahlen 38.843 laut der amtlichen Schuldaten für das Schuljahr 15/16. Mittlerweile ist die Zahl wahrscheinlich noch höher, bedingt durch die aktuell zunehmende Einstellung von Seiteneinsteigern, die mangels Staatsexamen nicht verbeamtet werden können. Frau Schäffer wies heute Morgen im Rahmen der Debatte Gewalt gegen Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes darauf hin, dass wir nicht in NRW Beschäftigte erster und zweiter Klasse gebrauchen können. Leider müssen wir feststellen, genau dies haben wir im Lehrerbereich zurzeit, Beschäftigte erster und zweiter Klasse. Diese Kolleginnen und Kollegen sehen auf ihren Kontoauszügen weiterhin Monat für Monat deutlich weniger als ihre verbeamteten Tischnachbarn im Lehrerzimmer. Sie sehen auch erheblich bescheidene Ruhestandsbezüge. Dabei haben sie genau die gleichen Aufgaben. Dies führt zu berechtigtem Unmut in den Schulen, dem endlich ein Ende gesetzt werden muss. Gerade in Zeiten, in denen wir über die enorme Belastung der Kolleginnen und Kollegen vor Ort debattieren und auch über fehlende Lehrerinnen und Lehrer. Es werden sicherlich gleich wieder Gründe bemüht, warum dies so ist und auch nicht einfach geändert werden kann. Aber ich glaube, hier noch mal ein Zeichen zu setzen und einfach zu sagen, das ist nicht gerecht, das darf so nicht bleiben, wäre ein wichtiges Zeichen für die Betroffenen vor Ort. Laut Schall NRW betragen die Unterschiede der Nettogehälter bis zu 500 Euro monatlich. Zudem erzielen angestellte Lehrerinnen und Lehrer eine bis zu 1.000 Euro geringere Rente verglichen mit den Pensionen ihrer verbeamteten Kolleginnen und Kollegen. Da das letzte Mal auch gesagt wurde, nein, wir wollen auf gar keinen Fall Einfluss auf die laufenden Tarifverhandlungen ausüben. Das ist nicht unser Job und da sollten wir uns auf keinen Fall einmischen. Deshalb werde ich diese Tarifverhandlungen jetzt auch nicht diskutieren oder bewerten. Ich habe das gerade gesagt. Ich möchte nur, dass dieser Landtag feststellt, dass es so nicht weitergehen kann, dass es keine Gerechtigkeit ist, sondern dass da was unternommen werden muss. Wir wollen in den Ausschüssen aber einige Fragen klären, falls möglich auch zu den Folgen eines Tarifabschlusses 2017. Es würde mich freuen, wenn am Ende der Beratung der Landtag einen Beschluss fasst, der ein Zeichen setzt für ein gerechteres Gehalt, auch für die tarifbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrer. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Hammelrath. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Piraten. Problembewusstsein, ja, das kann man diesem Antrag attestieren. Unterstützt, wenn nicht hervorgerufen, sicherlich durch die Positionierungen von Gewerkschaften und Verbänden. Und zu dem Thema haben ja auch etliche von denen, die heute hier sprechen, schon zusammengesessen auf einem Podium bei der GEW in Köln. Und es bestand bei dieser Veranstaltung und es besteht sicherlich auch heute
eine große Einigkeit darin, die Ungleichheiten in der Vergütung angestellter und beamteter Lehrerinnen und Lehrer müssen auf unsere Agenda. Ja, es besteht tatsächlich, und da gebe ich Ihnen recht, dringender Handlungsbedarf. Und das vor allem, weil jede und jeder Einzelne ein Recht auf angemessene Besoldung hat und Bezahlung hat. Aber auch, weil die Arbeit der angestellten Lehrerinnen und Lehrer für die Unterrichtsversorgung in unseren Schulen von großer Bedeutung ist. So weit, so einig. Doch schon der kurzfristige Wechsel der Federführung vom Schul- zum Finanzausschuss, wie von den Piraten beantragt, zeigt ebenso wie die eindimensionalen Forderungen des Antrags einen deutlichen Hinweis für das zu enge Problembewusstsein bei der Behandlung des Themas. Denn es handelt sich nicht nur um ein Thema für eine Beschäftigtengruppe oder ein Thema, das einfach, und das wurde eben so genannt, mit mehr Geld zu regeln ist. Hier müssen die Arbeitsbedingungen im Bildungssystem insgesamt betrachtet, verglichen und in Bezug gesetzt werden. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Pieper zulassen? Ja. Bitte. Sie haben gerade gesagt, dass wir den Antrag jetzt in den Haushalt und Finanzausschuss schicken. Mhm. Offensichtlich ist Ihnen nicht bekannt, oder Frage, ist Ihnen bekannt, dass wir das auf ausdrücklichen Wunsch der PGF-Runde gemacht haben? Wir hatten ihn zunächst in den Schulausschuss überwiesen und an uns ist dann im Grunde die Aufforderung herangetreten worden. Das stimmt nicht. Okay, also bei mir ist das so angekommen, ob es nicht besser in den HFA soll, nur um das hier klarzustellen. Wir werden den Antrag ja in beiden Ausschüssen beraten und dann werden sicherlich die unterschiedlichen Sichtweisen noch mal deutlich werden. War keine Frage an mich, ne? Weil ich kann sie einfach nicht beantworten. Ich habe über die Arbeitsbedingungen im Bildungssystem gesprochen und dass das insgesamt betrachtet werden muss. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz breit und vielfältig ist und wo es eben nicht nur um mehr Geld geht, aber das mit dem mehr Geld werden sicherlich auch andere noch mal ansprechen. Ein kleiner Hinweis sei mir noch gestattet. Sie verweisen auf den Grundsatz der Verfassung, gleiche Tätigkeit, gleiche Leistung, gleiche Vergütung. Und das ist mit Sicherheit einer, an dem wir auch, zu dem wir auch alle stehen. Nur über unsere Verfassung brauchen wir hier nicht abzustimmen. Das nur als Hinweis. Also, was schwebt uns vor? Ein ganzheitlicher Ansatz, keine punktuelle Lösung, sondern eine Lösung des strukturellen Problems. Das geht übrigens weit über den Bereich Schule hinaus, denn an ganz vielen Stellen im öffentlichen Dienst, ob in der Kommune, im Land oder im Bund, gibt es einen spürbaren Unterschied in der Vergütung von Angestellten und Beamten. Aber an dieser Stelle beschränke ich mich auf einen Aufriss der verschiedenen Problemkreise im Bildungssystem. Schon die Gruppe der angestellten Lehrer ist extrem unterschiedlich. Es gibt Kurzzeitvertretungen, genauso wie Angestellte, die seit Jahren oder Jahrzehnten als Lehrkräfte arbeiten. Und gerade Letztere erleben die ungleiche Entlohnung als besonders ungerecht und demotivierend. Und Frau Pieper, Sie haben schon auf die laufenden Tarif- und Besoldungsverhandlungen hingewiesen. Hier scheint ja eine Lösung auf. Und wir hoffen sicherlich alle gemeinsam, dass das am nächsten Wochenende beschlossen wird mit der Einführung einer Erfahrungsstufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird genau diesem Umstand Rechnung getragen und da wird schon mal ein erster Schritt unternommen. Aber, und das haben Sie auch gesagt, die Tarifautonomie ist uns natürlich ein hohes Gut und da mischen wir uns auch traditionell und richtigerweise vom Landtag her nicht ein. Aber der Handlungsbedarf, und das will ich noch mal sagen, der geht deutlich über diesen Personenkreis hinaus, denn unsere Schulen haben sich verändert. Es gibt mittlerweile die unterschiedlichsten Beschäftigungsverhältnisse. Da sind die Lehrkräfte, Angestellte und Beamte, aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Es gibt Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Kräfte im offenen Ganztag, viele andere mehr, die gemeinsam daran arbeiten, den Bildungsauftrag in der Schule zu erfüllen und deren Entlohnung abgestimmt werden muss. Und die Angleichung der Ausbildungsgänge von angehenden Lehrerinnen und Lehrern der verschiedenen Schulformen durch die Bachelor- und Masterausbildung macht auch eine Veränderung notwendig. Oder die erweiterten Möglichkeiten der Schule kurzfristig und flexibel einzustellen, um Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Auch da gibt es wieder ganz andere Formen. Oder letztes Beispiel, Einstellung von Quereinsteigerinnen und Einsteiger, um spezifische Kenntnisse zum Beispiel an Berufskollegs zu vermitteln. Das alles verweist auf die Notwendigkeit einer wesentlich grundsätzlicheren Behandlung des Themas.
Und eine solche beschreibt die SPD zum Beispiel in ihrem Programm, das am Samstag auf unserem Parteitag verabschiedet wird. Da nenne ich nur ein paar Beispiele. Weiterentwicklung der Besoldungs- und Versorgungsrechts, eine Reform der Lehrerinnenbesoldung in NRW. Gleiche Ausbildungsbedingungen heißt gleiche Eingangsbedingungen bei der Besoldung. Selbstverständlich gleiche Arbeitsbedingungen an den Schulen, denn auch die Situation an Schulen ist sehr unterschiedlich für Lehrerinnen und Lehrer. Aber zum Beispiel auch der Blick auf die Werkstattlehrer. Ja, Sie denken an die Frage, die ich eben noch hatte. An die Werkstattlehrer, an den Berufskollegs. Aber Sie denken bitte an die Redezeit. Auf die Bezahlung freiberuflicher Lehrkräfte, zum Beispiel in der Weiterbildung, auf Honorarkräfte in Musikhochschulen. Überall dort ist das Thema der gleichen Bezahlung bei gleicher Arbeit, muss im Fokus sein. Strukturiert, umfassend und Frau systematisch. Kollegin, kommen Sie und wir bitte stehen zum dafür Ende. Bereit. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt richtet für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Korte das Wort an uns. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, da ist es mal wieder. Das Problem der Ungleichbehandlung von verbeamteten und angestellten Lehrern. Und es ist für mich nicht eine Frage des Ortes, wo wir dieses Thema behandeln, sondern einfach der Gewichtung. Das heißt, wir müssen es behandeln. Es wird ewig lange im politischen Raum diskutiert, mal mehr, mal weniger. Bislang allerdings ohne sich wirklich abzeichnende Lösungen. Und auch der Slogan gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist nicht neu, meine Damen und Herren. Er ist auch nicht falsch. Aber man muss das Thema nach unserer Meinung, nach Meinung der CDU-Landtagsfraktion, schon ein wenig differenzierter betrachten. Wir sagen etwas genauer, gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation. Wenn man sich ein bisschen ausführlicher mit dem Thema befasst, erkennt man, da gebe ich Ihnen recht, Frau Pieper, es kommt die Antwort, es wird keine schnellen Lösungen geben. Eine Lösung ist nur mit einer umfassenden Dienstrechtsreform möglich. Diese Reform ist auch deshalb notwendig, weil in der letzten Legislaturperiode das Lehrerausbildungsgesetz geändert wurde und alle Lehrkräfte nun die gleiche Ausbildungszeit haben. Aber das nur am Rande, daraus entstehen noch weitere Problemstellungen. Leider gab das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz der Landesregierung keine Anhaltspunkte für eine Veränderung der unterschiedlichen Besoldungen von Lehrerinnen und Lehrern. Warum dieses bekannte Problem weder angesprochen noch ansatzweise einer Lösung zugeführt wurde, das müssen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, die regierungstragenden rot-grünen Fraktionen fragen. Mir erschließt sich dieses nicht. Die Kernaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, ganz gleich, ob verbeamtet oder angestellt, ist es eben, das Wissen zu vermitteln, Werte und Bildung zu schaffen. Sie haben es gerade gesagt, gut ein Fünftel der Lehrkräfte in unserem Bundesland ist angestellt und nicht verbeamtet. Verbeamtet bedeutet, einen Job, nicht im negativen Verstehen, auf Lebenszeit, weniger Abgaben, Zuschüsse bei Heirat, Nachwuchs und zur privaten Krankenversicherung. Volle Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfalle über 6 Wochen hinaus. Angestellt bedeutet weniger Sicherheit, weniger Geld, wobei das eine Randerscheinung noch sein mag. Wobei sich der Bruttolohn etwa auf dem gleichen Level bewegt, aber bei Beamten spürbar weniger Abzüge da sind. Einige wenige Zahlen. 2015 hat die GEW einmal ausgerechnet, eine Lehrkraft, Sekundarstufe 1, Mitte 40, unverheiratet und kinderlos, verdient als Angestellte knapp 3.800 Euro. Ein verbeamteter Kollege rund 3.700, also weniger. Doch das Netto sieht deutlich anders aus. Hier bleiben dem Angestellten knapp 2.200 Euro, dem Beamten dagegen 2.640. Vorhin stand die Zahl 500 im Raum und das ist auch eine absolut realistische Zahl. Doch nun zurück zum eigentlichen Thema. Die Piratenfraktion fordert in ihrem Antrag wirksame Maßnahmen, um angestellten Lehrkräften faire Einkommensmöglichkeiten zu bieten.
Im Zuge der Diskussion einer großen Dienstrechtsreform müssen nach Meinung der CDU-Landtagsfraktion die Ungleichgewichte bei der Besoldung von angestellten Lehrerinnen und Lehrern behandelt werden. Das ist gar keine Frage. Zeit dazu bleibt in der sich dem Ende zuneigenden Legislaturperiode natürlich nicht mehr. Es wird also darauf hinauslaufen, dass in der folgenden 17. Wahlperiode die Zeit dazu genutzt werden muss. Ob mit oder ohne Piratenabgeordnete im Parlament, das wird sich erst nach dem 14. Mai herausstellen. Schauen wir mal. Wer auch immer dann regierungstragend sein wird, muss, und diese Einschränkung nicht zu machen, wäre unseriös, bei einer Dienstrechtsreform die finanzielle Lage des Landeshaushaltes berücksichtigen, denn die Personalkosten nehmen nun mal einen Löwenanteil ein. Über mehr zu diesem Thema können wir uns dann gerne im Fachausschuss unterhalten. Ich sehe das für eine erste Weichenstellung nach Rot-Grün und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Korte. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Ab. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte damit beginnen, ich denke, das ist auch Ansinnen von allen hier im Hause, den Kolleginnen und Kollegen für ihren Dienst, den sie leisten, für an unseren Schulen, aber auch in anderen Teilen der öffentlichen Verwaltung ausdrücklich zu danken. Und da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sie applaudieren, aber okay. Und dass wir dieses Thema in der Tat, ein wichtiges Thema, ein Thema, was völlig zu Recht von denjenigen, die, was die Kollegen ja schon ausgeführt haben, weniger dann am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel haben, als Ungerechtigkeit empfunden wird und natürlich auch eine Ungerechtigkeit ist und dass wir das hier auch so klar ansprechen. Wir haben eine Strecke hinter uns seit 2010, wo wir den Schuletat jetzt auf fast 18 Milliarden Euro angehoben haben, einen Zuwachs von 27%. Wir haben deutlich mehr Stellen eingestellt, über 7.300 aufaddiert. Und das ist eben ein wichtiges Element. Und wenn Sie dann fragen und die Frage aufwerfen, Frau Kollegin Korte, Sie haben ja am Schluss Ihrer Rede dann noch die Wiege bekommen, warum das nicht im Rahmen der Dienstrechtsreform alles angegangen wurde. Ja, Sie haben selber auf das Finanzvolumen hingewiesen. Und es gibt viele Ungerechtigkeiten im System, beispielsweise bei der Besoldung der Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen. Und wir haben die Strecke, die wir jetzt in den letzten 7 Jahren haben, die wollen wir gerne fortsetzen und diese Ungerechtigkeiten Stück für Stück, und da spielt eben 109a auf Bundesebene eine Rolle, da spielen die Steuereinnahmen eine Rolle, aber dass wir das konsequent, so wie wir das auch in der Vergangenheit gemacht haben, Stück für Stück beseitigen. Und wenn wir über das Thema, was ja nicht nur Schule betrifft, was Kommunalverwaltung, aber auch andere Verwaltungseinheiten betrifft, auch in unseren Ministerien gibt es diese Ungleichheiten, dass Menschen, die mit demselben Aufgabenbereich betraut sind, da einen erheblichen Unterschied haben zwischen den angestellten Kolleginnen und Kollegen und die verbeamtet sind, weil einfach weniger netto übrig bleibt als Angestellter. Das Institut der Wirtschaft hat eine Studie veröffentlicht, die Durchschnittsbeamtin, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Studie differenziert wurde zwischen Mann und Frau, hat eine Abgabenquote von etwa 28%. Die Angestellten von über 40%, ich glaube, es sind 42%. Das bedeutet dann auch, wenn wir, und das wollen wir, die Ungerechtigkeiten auch über die Tarife abschmelzen, 1 Euro für eine angestellte Kollegin ist dann netto weniger als bei der Kollegin, die verbeamtet ist. Und wir müssen dann auch auf Bundesebene darüber reden, und unsere Partei tut das seit vielen Jahren, dass wir dann darüber reden, wie wir Einkommen auch entlasten können. Das hat was auch damit zu tun, wie wir unser Gesundheitswesen organisieren. Da reden wir zum Thema Bürgerversicherung. Ich war ja sehr erfreut, dass der Kanzlerkandidat der SPD dieses Thema auch für sich entdeckt hat nach vielen Jahren. Da kann man nur wirklich die Frage stellen, was braucht es denn noch außer einer großen Koalition,
meine Damen und Herren. Was braucht es denn noch aus einer großen Koalition? Wer soll das denn umsetzen, wenn nicht eine große Koalition? Dass wir dieses System reformieren und dass dann diese Ungerechtigkeit aufhört, dass nur Erwerbseinkommen einbezogen wird bei der Höhe der Kosten zur Krankenversicherung und dass es dann keine Rolle spielt, wenn Sie zum Beispiel Einnahmen haben aus Mieten oder aus Pachten oder Ähnliches. Das wollen wir ändern, das würde dann auch Angestellte entlasten und das gehört dann auch zur Gerechtigkeitsdiskussion, meine Damen und Herren. Ich weiß, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, dass Sie das unruhig macht, aber diese Ungerechtigkeit anzugehen. Dafür steht unsere Partei seit vielen Jahren und das wollen wir auch durchsetzen. Meine Damen und Herren, in der Enquetekommission Demografischer Wandel und Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte haben wir gemeinsam alle 5 Fraktionen viele Handlungsempfehlungen verabschiedet. Und wir haben in einer Podiumsdiskussion vor einigen Wochen in Köln erlebt, dass auch viele angestellte Kolleginnen und Kollegen in ihrer Biografie immer wieder Zeitpunkte, Brüche in der Biografie haben, weil politische Entscheidungen getroffen wurden. Ich rede zum Beispiel von den Einstellungsvoraussetzungen, da die Altersgrenze, dass sie da immer vorbeigeschraubt sind und dass ihnen, obwohl sie gut qualifiziert waren und wahrscheinlich mit der Reform dann die Anforderungen erfüllt haben, dass ihnen so der Zugang zum Beamtentum verwehrt wurde. Und man kann hier nur gemeinsam handeln, weil es braucht dann eine breite Mehrheit und ich bin dafür, dass egal wie die Wahl am 14. Mai ausgeht, dass wir gemeinsam eine grundlegende Reform angehen, wo wir diese Regelungen zum Eintrittsalter auch angehen. Und das kann nicht nur eine regierungstragende Mehrheit alleine, dazu braucht es einen Konsens. Wir haben diesen Konsens in der Enquetekommission gehabt. Ich würde mir wünschen, dass wir das nach dem 14. Mai, egal wie die Mehrheitsverhältnisse hier im Hause sind, dann auch angehen. Vielen Dank, Herr Abel. Für die Piratenfraktion hat sich Herr Kollege Dr. Paul zu einer Kurzintervention gemeldet. Der drückt jetzt den Knopf und bekommt für 90 Sekunden das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Abel, ich nehme da jetzt hier einfach mal die Gelegenheit wahr. Sie waren ja mit mir, mit Frau Gebauer, mit Frau Hammelrath und mit Herrn Möbius von der Union auf dieser Podiumsdiskussion in Köln bei der GEW. Und ich denke, Ihnen ist auch nicht entgangen, wie aufgeladen die Stimmung dort gewesen ist bei den Lehrerinnen und Lehrern, und zwar richtig aufgeladen. Ja. Ich frage mich, wenn wir hier über dieses Problem reden, in so einer technischen, vielleicht haushalterischen Sprache, wie das draußen ankommt, bei den Leuten brennt die Hütte. Und zwar richtig. Der eine Fall, möchte ich mal daran erinnern, dieses Berufsschullehrers mit 3 Kindern, der 1.000 Euro netto weniger hatte als ein gleich qualifizierter Kollege. Also, wenn man da jetzt noch auf eine Dienstrechtsreform wartet, dann kommt das doch draußen so an, als die machen wieder Warten auf Godot. Ja, ich weiß, dass gerade Verhandlungen laufen. Trotzdem brennt bei denen die Hütte. Und das sollten wir hier auch entsprechend würdigen und nicht einfach immer nur dieses lapidare Danke an die Lehrerinnen und Lehrer. Das geht mir auf den Senkel. Ach, Herr Kollege Paul, das ist wieder so ein Exempel, wo man sich fragt, ob Sie sich selber noch im Griff haben. Also natürlich weiß ich, dass die Stimmung, muss man mal wirklich sagen, immer diese Ausraster und auf den Tisch hauen. Ich glaube, dass das draußen nicht gut ankommt. Und ich glaube, dass diejenigen, die der Debatte folgen, schon auch gemerkt haben, was ich hier gesagt habe. Und dass Sie das ja offensichtlich überblendet haben, will ich das dann auch noch mal sagen. Ich habe darüber gesprochen, dass wenn wir das Ziel haben, und das Ziel verfolgen wir, die Ungerechtigkeiten auch über den Tarif abzuschmelzen, dass wir dann auch berücksichtigen müssen, dass bei Angestellten und Beamten, dass bei Angestellten weniger netto vom Brutto bleibt. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Und ich habe auf die Gründe abgehoben, die liegen im Steuerrecht, aber ich habe auch auf die Krankenversicherung abgehoben. Das ist wahrscheinlich für den Kollegen mit dem 1.000 Euro Gap, das habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen, ist das natürlich dann auch ein wichtiger Faktor und das wissen die Leute auch. Und der dritte Punkt, ja, man kann natürlich so tun, als wenn die Rahmenbedingungen, unter denen wir hier arbeiten, ob die einem egal sind. Und Sie können das ja auch kritisieren und Sie haben das ja auch mit Ihrem Sachverständigen Bontrup in der Enquetekommission getan, dass Sie die
Regelung in 109a Grundgesetz ablehnen. So, die Grünen haben da damals auch nicht zugestimmt. Aber es ist jetzt nun mal im Grundgesetz und ich sehe keine verfassungsändernde Mehrheit, die das aufhebt. Und deswegen kann ich nicht Versprechungen machen, die wir am Ende nicht einhalten können, weil das frustriert die Kolleginnen und Kollegen. Und hören Sie dann auf, so zu tun, als wenn es alles ganz einfach wäre und wenn man einfach nur mal auf den Tisch schauen muss und klare Kante zeigen. So einfach ist das nicht, Herr Dr. Paul. Soweit kurz Intervention und Entgegnung von Herrn Kollegen Abel. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Gebauer das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt tatsächlich seit Jahren bei vielen angestellten Lehrerinnen und Lehrern eine Ungleichbehandlung, die sachlogisch auch in keiner Art und Weise zu begründen ist. Und wir müssen jetzt nicht nochmal auf die Veranstaltung der GEW vor 2 Wochen eingehen. Weder Eltern noch Kinder können bei der alltäglichen Arbeit angestellte oder verbeamtete Lehrkräfte unterscheiden. Und wir haben als FDP auch immer erklärt, dass wir bei angestellten Lehrkräften ein Gerechtigkeitsproblem sehen bzw. erkennen. Man muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass nicht alles Wünschenswerte immer unmittelbar umgesetzt werden kann bzw. erreicht werden kann. Und daher haben wir als FDP immer ein schrittweises Vorgehen beim Abbau dieser Ungleichgewichte zugesagt und im Rahmen unserer Gestaltungschancen auch ein Stück weit umgesetzt. Sie wissen, wir waren in der Zeit von 2005 bis 2010 zusammen mit der CDU hier an der Regierung und wir haben dort zum Beispiel die Erhöhung des Verbeamtenalters um 5 Jahre für viele angestellte Lehrkräfte umgesetzt und entsprechend auch Chancen eröffnet. Denn letztlich geht in diesem Zusammenhang auch um Fragen der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Aber, liebe Piraten, da gebe ich Ihnen recht, man darf schon hier auch nicht nur hier und heute, sondern generell sehr deutliche Fragen an Rot-Grün richten. Die Tarifautonomie, das haben wir immer gesagt, ist ganz zweifellos und zu Recht ein im Grundgesetz geschütztes hohes Gut. Und NRW ist aber über den NRW-Arbeitgeberverband auch Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Und Ex-Minister Schneider hat es sich in einer Debatte zu dieser Frage im Jahre 2015, so meinen wir, schon sehr leicht gemacht, als er einerseits verkündete, aufgrund der Tarifautonomie sollte sich der Landtag mit diesen Fragen eigentlich nicht grundsätzlich befassen. Als Begründung führte er dafür andererseits aber gerade an, was für ein Schwergewicht Nordrhein-Westfalen aufgrund der Bevölkerungszahl im Gesamtgefüge darstelle. Wenn denn das Schwergewicht des Landes so betont wird, muss doch auch die Frage erlaubt sein, wie Rot-Grün dann eigentlich mit diesem Gewicht agiert hat bzw. agiert. Und trotz der Schwierigkeit dieses Themas, und ich glaube, das eint uns an der Stelle alle, trotz dieser Schwierigkeit, SPD und Grüne müssen sich insbesondere die Frage gefallen lassen, was eigentlich aus ihren früheren Versprechungen diesbezüglich geworden ist. In der Opposition verkündete die SPD im Jahre 2012, Zitat, die Forderungen nach besseren Gehältern für angestellte Lehrerinnen und Lehrer ist richtig. Das Motto gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss auch hier gelten. Und im Koalitionsvertrag im Jahre 2010 versprach Rot-Grün dann eine Kommission einzusetzen, diese Kommission sollte Wege aufzeigen, wie wir die Benachteiligung der angestellten Lehrerinnen und Lehrer in der Bezahlung abbauen können. Außerdem soll sie ein gerechtes Lehrerarbeitszeitmodell entwickeln. Und meine grüne Kollegin Sigrid Behr hat im Jahre 2011 noch verkündet, dass sie hier auf dem richtigen Weg seien. Ich kann nur sagen, beide Ziele hat Rot-Grün in dieser Legislaturperiode jedenfalls nicht erreicht. Im Koalitionsvertrag 2012 war dann Rot-Grün schon vorsichtiger, aber da standen ja dann auch keine Neuwahlen mehr vor der Tür. Und in diesem Koalitionsvertrag hieß es dann, ich darf noch mal zitieren, die fortwährende Ungleichbehandlung von Beamtinnen
Beamten und Tarifbeschäftigten stellen auch veränderte Anforderungen an das Dienstrecht. Deshalb werden wir das Dienstrecht ausgabenneutral optimieren. Zitat Ende. Ich habe schon im November dann 2012 in einer kleinen Anfrage unter anderem zu angestellten Lehrkräften gefragt, wie dieses ausgabenneutrale Optimieren denn genau umgesetzt werden sollte. Und als Antwort erklärte der Finanzminister, Dr. Walter Borjans dann, das war ja nun auch nach der Wahl, dort seien Rot-Grün leider durch die Tarifgemeinschaft die Hände gebunden. Hört, hört. Also, ich komme zum Schluss. Fakt ist, Rot-Grün hat den angestellten Lehrkräften hier in Nordrhein-Westfalen viel versprochen in den vergangenen Jahren und wenig gehalten. Und es wundert mich in diesem Zusammenhang nicht, dass die Emotionen dort in Bezug auf die angestellten Lehrkräfte zu Recht hoch hergehen. Und Schall NRW hat letzte Woche erklärt, dass Frau Löhrmann ihre Fürsorgepflicht nicht wahrnehme und Frau Kraft sich einfach in die Büsche schlage. Dem würde ich mich an dieser Stelle anschließen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dr. Walter Borjans. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe selten zu einem Tagesordnungspunkt so ein buntes Sammelsurium von Argumenten gehört, die mit dem eigentlichen Punkt, der angemeldet worden ist, überhaupt nichts zu tun haben. Also die Frage ist an alle Vertreterinnen und Vertreter der Opposition, wollen Sie jetzt eigentlich den angestellten Lehrern Mut machen oder wollen Sie den Beamten Angst machen? Oder wie stellen Sie sich vor, dass Tarifautonomie und die Hoheit über Beschlüsse zur Besoldung von Beamten durch den Landtag, wie die in Einklang zu bringen sind? Also Frau Korte, wenn Sie das für ein Problem halten, dass die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall über 6 Wochen hinaus bei den Beamten ein Thema ist, dann sagen Sie mal den Beamten, dass Sie hier im Landtag den Antrag stellen, das zu kürzen und zu streichen. Weil Sie werden es nicht als Tarifpartner alleine auf der anderen Seite den Angestellten geben können. Das heißt, all diese Vorzüge, die müssen Sie dann in einem Antrag in diesem Landtag zur Diskussion stellen und dafür plädieren, es abzubauen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist der Ausgangspunkt des Antrags der Piraten, das ist so wie ähnlich wie eben bei den Sparkassen, ist absolut nachvollziehbar. Die Ministerpräsidentin hat an mehreren Stellen, im Übrigen vor den Lehrerinnen und Lehrern, deutlich gemacht, dass wir dieses Gewicht, von dem Sie gesprochen haben, Frau Gebauer, in der Tarifgemeinschaft der Länder auch geltend machen. Und ich kann jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Verhandlungen ja noch laufen, aber es geht genau um diesen Punkt. Und einer der ganz entscheidenden Punkte in diesem Bereich oder zwei entscheidende Punkte sind zum einen die Erfahrungsstufe 6, über die gesprochen wird. Wenn die erreicht werden könnte, ist das ein enormer Schritt in Richtung auf Angleichung. Es ist natürlich nicht eine Gleichstellung, es ist ein enormer Schritt. Und der zweite Punkt ist das Thema Paralleltabelle. Da geht es darum, dass wir die im Wesentlichen haben, nur im Bereich von A12 und EG11. Da haben wir das in dem Bereich nicht und dazu hat es bereits in der letzten Runde eine Angleichungszulage gegeben, die auch jetzt wieder Gegenstand der Verhandlungen ist. Das sind Punkte, bei denen ich im Übrigen als Rückmeldung von den Gewerkschaften ebenso wie vom Deutschen Beamtenbund weiß, dass das Themen sind, die auch sehr wohl wahrgenommen werden, die auch als ein wichtiger Schritt der Verbesserung empfunden werden. Das sind die Teile, bei denen Nordrhein-Westfalen nicht nur beteiligt ist, sondern bei denen ich auch im Gespräch mit unserem Vertreter in der Tarifgemeinschaft der Länder, aber eben auch mit dem Vorstand der Tarifgemeinschaft der Länder bin. So, das heißt, von dem Teil dazu sagen, da würde Nordrhein-Westfalen sein Gewicht nicht einsetzen und da würde es nicht zu weiteren Schritten kommen, ist schlicht und ergreifend unzutreffend. Und was jetzt den anderen Teil angeht, da kann ich nur noch mal sagen, und das, so lese ich das hier auch, hier steht, der Landtag solle beschließen, der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Gesetzgebung und in ihrer Position als Arbeitgeber wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um den angestellten Lehrkräften die faire Einkommensmöglichkeiten zu bieten.
in Ihrer Position als Arbeitgeber, das habe ich gerade beschrieben, in der Gesetzgebung würde das heißen, dass Sie sozusagen für den Rest der Angleichung im Sinne dafür eintreten müssen, dass Kürzungen durchgesetzt werden. Dann stellen Sie diese Anträge und stellen sich hier nicht hin, als wenn das alles eine schöne Form von Fairness wäre, bei der Sie am Ende niemandem wehtun. Das ist ein Punkt. Ich bin Frau Korte dankbar, dass Sie angesprochen haben, dass dabei natürlich am Ende auch Finanzierbarkeit eine Rolle spielt. So, also das sind alles Punkte. Insofern sind eine ganze Reihe von Einzelelementen zusammengetragen worden. Aber zum Beispiel die Folge, die sich aus dem Lehrerausbildungsgesetz ergibt, die Frage, was passiert, wenn eben die gleiche Ausbildung in Grundschule, in Sekundarstufe das, die hat erstmal mit der Frage, wie führe ich Angestellte und Beamtete Lehrer aufeinander zu, überhaupt nichts zu tun. Das ist ein anderes Thema. Also insofern sollten wir hier nicht so ein Kuddelmuddel machen und alles durcheinander bringen, sondern sagen, die beiden Punkte, dass wir tätig sind, als ein Teil, ein gewichtiger Teil, aber eben auch nur als ein Teil der Tarifgemeinschaft der Länder. Das ist zutreffend und in dem Punkt sind wir auch engagiert unterwegs und es wird dabei auch ein Ergebnis geben. Da bin ich mir ziemlich sicher, ohne etwas vorwegnehmen zu wollen. Und auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, wir haben so viele Diskussionen hier über Beamtenbesoldung geführt, da haben Sie sich versucht, jedenfalls den Beamten ganz anders gegenüber darzustellen. Das, was Sie heute dargestellt haben, ist mit Sicherheit kein werblicher Effekt für die bevorstehenden Landtagswahlen. Sie können es ja mal probieren. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Alle Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf verständigt, den Antrag Drucksache 19/1462 federführend an den Haushalts- und Finanzausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung zu überweisen. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese einvernehmliche Überweisungsempfehlung? Das sind mutmaßlich alle. Danke sehr. Dennoch frage ich der guten Ordnung halber, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12, Antrag